DVS-TV mit diesen Neuigkeiten aus der Branche. EWM Award 2011, Premiere der Brazil Welding Show und Blaue Seiten von Böllhoff erschienen. Schön, dass ich Sie wieder bei DVS-TV begrüßen darf. Zum zweiten Mal lobt EWM Hightech Welding gemeinsam mit dem DVS den EWM Award Physics of Welding aus. Herr Dr. Middeldorf, welches Ziel verfolgt der EWM Award Physics of Welding? Wie Ihr Name schon sagt, es geht um die Physik der Schweißprozesse. Es geht um das Verständnis der Grundlagen, die Verknüpfung, die vielfältigen Verknüpfungen, die man hat zwischen den Werkstoffen, zwischen der Energie und der Physik. Alle zwei Jahre wird dieser ausgeschrieben. Und das Besondere an diesem Preis, sollte man sagen, ist, es geht nicht um abgeschlossene Forschungsarbeiten, sondern es geht hier um neue Ideen, die von jungen Leuten eingereicht werden können. Und an wen richtet sich diese Ausschreibung konkret? Ja, an junge Wissenschaftler in Hochschulinstituten, in Forschungsinstituten, aber wir laden natürlich auch ganz besonders junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalten ein, sich mit guten Ideen zu beteiligen. Das einzige Kriterium ist eigentlich, nicht älter als 30 Jahre zu sein. Klingt nach einer tollen Chance. Nehmen Sie denn noch Bewerbungen an? Absolut. Wir haben bis zum 30. Juni die Ausschreibungsfrist und wir erwarten noch eine Reihe von guten Ideen. Womit können die Gewinner denn rechnen? Also vordergründig natürlich erstmal mit 30.000 Euro, was eigentlich für einen jungen Wissenschaftler eine ziemlich interessante Summe ist, würde ich sagen. Welche Erwartungen verknüpfen Sie denn persönlich mit dem EWM Award? Also für mich persönlich ist es eine gute Gelegenheit, mit dem Unternehmen EWM Hightech Welding auch zu zeigen, wie man als Verband und Unternehmen zusammenarbeiten kann. Darüber hinaus weiß ich, dass dieser Preis einen Beitrag leistet zur Frage des Images der Technik. Sie wissen, Image der Schweißtechnik ist ein wesentliches Thema für den DVS, cool, clean und clever. Man kann das bei einer solchen grundlagenorientierten Forschungsarbeit auch zeigen. Wir betreiben direkt gute Nachwuchsförderung und gewinnen so auch Interessenten für die Arbeit in der Schweißtechnik, aber auch für die Arbeit im Verband. Ich persönlich freue mich auf die Mitwirkung in der Jury für diesen Preis. Abschließend noch eine Frage. Wann und wo wird denn dieser Preis jetzt verliehen? Also der Preis wird verliehen und man sollte noch mal sagen, es ist ausdrücklich nicht vorgesehen, ihn zu teilen. Also wir werden, wie im letzten Jahr auch, einen Preisträger, schöner wäre eine Preisträgerin, zu haben. Das ist wichtig. Manche Preise streben ja an, dass man mehrere Preisträger hat. Ist ja ausdrücklich nicht vorgesehen. Also wir werden den Preisträger oder die Preisträgerin am 26. September in Hamburg auszeichnen, anlässlich der Eröffnung von DVS-Kongress und auch DVS-Expo. Und ich kann heute schon sagen, wir werden den Preisträger oder die Preisträgerin auch ganz aktiv in die Eröffnung dieser Veranstaltung mit einbeziehen. Herr Middeldorf, ganz herzlichen Dank und wir werden selbstverständlich weiter hierüber berichten. Sicherlich werden wir, wenn das Ergebnis feststeht, nochmal mit Ihnen sprechen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Premiere im südamerikanischen Wachstumsmarkt. Vom 18. bis 21. Oktober findet die erste Brazil Welding Show statt. In der brasilianischen Millionenstadt Sao Paulo präsentieren Aussteller dem Fachpublikum neueste Schweiß- und Fügetechnologien. Damit bietet die Messe Essen nach Tochterveranstaltungen ihrer Weltleitmesse Schweißen und Schneiden in Russland, China und Indien der Branche eine weitere Plattform in einem hochattraktiven Markt. Brasiliens Wirtschaft wächst rasant und Schweißtechnik nach westlichem Standard ist gefragt. Besonderes Potenzial für ausländische Unternehmen, die geplanten sportlichen Großereignisse Fußball-Weltmeisterschaft 2014 und Olympische Sommerspiele 2016. Die Neuauflage eines Klassikers der Verbindungs- und Montagetechnik ist erschienen. Die blauen Seiten von Böllhoff haben sich seit über 15 Jahren als Nachschlagewerk für Verbindungselemente und Technik rund um Schrauben etabliert.
Auf mehr als 1600 Seiten sind alle aktuellen DIN-, ISO- und Normteile enthalten. Auch die Markenprodukte aus eigener Herstellung. Den Praktikern beispielsweise sind die Helicoil-Gewindeeinsätze ein Begriff. Selbstverständlich sind auch die darauf abgestimmten Verarbeitungsgeräte enthalten. Das war's leider schon wieder von uns. Aber die nächste Nachrichtensendung erscheint wie gewohnt am kommenden Dienstag. Bis dahin eine schöne Woche, Ihr DVS-TV-Team.